So, heute haben wir euch mal was ganz Besonderes zu bieten. Wir sind nämlich nach Rastede gefahren, Thomas und ich, um euch das mittelalterliche Spektakulum zu präsentieren. Wie ihr hinter mir sehen könnt, ist schon ganz viel aufgebaut, die ganzen Menschen, die ganzen Zelte. Es gibt hier Ritterspiele, es gibt hier Gaukler, es gibt was für die Kinder, es gibt hier Pferde, es gibt hier, wie ich da vorne sehe, Strohschlachten. Das muss was ganz Tolles sein. Naja, auf jeden Fall haben wir auch eine mittelalterliche Band für euch, die wir gleich aufnehmen werden. Mal gucken, ob euch das gefällt. Wir sehen uns später. Beim mittelalterlichen Spektakulum. Ich sitze jetzt mit zwei netten jungen Herren von Goldes Verrocks oder was? Sag doch mal bitte, was die Namen bedeuten. Ja, es ist wilde Lebensart. Wir praktizieren das jetzt nicht nur für diese mittelalterlichen Märkte oder für Veranstaltungen. Man muss manchmal sagen, leider, Fremde muss man leider, muss ich leider sagen, ist es tatsächlich so, dass wir wild leben. Und ich bin aber der Meinung, ich bin da zufrieden, deswegen, dass wir so eine schöne wilde Horde wirklich tatsächlich zusammen haben. Was ist der Unterschied? Ihr macht ja Musik mit Dudelsäcken, mittelalterlich, finde ich, wie sich das anmutet. Was ist der Unterschied zum Beispiel zu schottischer Musik? Also in erster Linie ist es natürlich der schottische Dudelsack unterscheidet sich zu unserem ganz ordentlich. Ja. Es ist eine andere Tonart, es ist auch eine andere Griffweise, es ist vom Klang auch ganz anders. Und ich würde auch sogar sagen, natürlich von der Epoche, wann der gespielt wurde bis jetzt und seit wann unsere Art von Dudelsäcken gespielt werden bis jetzt. Das ist ein großer Unterschied. Warum fragst du uns das ganze Zeug? Weil ich mich in euch verliebt habe. Oh, sehr. Das war's für euch heute. Ich muss jetzt los.